Hey Leute, der neueste Trend auf YouTube, Fußball-Challenges. Und ich sehe aus wie Ronaldo und spiele wie Messi. Und jetzt habe ich noch jemanden eingeladen, er spielt wie Shirin und sieht aus wie Bibi, Jonas. Danke dir. Und wenn ihr wisst, wir haben gerade für diesen Take, haben wir wahrscheinlich schon 3 Ansätze gebraucht, bis auch mal das Tor getroffen hat. Das kann heute nur einfach werden. Ja, wir spielen heute verschiedene Sachen gegeneinander. Eine Runde auf seinem Kanal, eine auf meinen. Und zwar bei mir 1 gegen 1. Und damit es ein bisschen peinlicher wird, gibt es A, eine Bestrafung und noch verschiedene Gegner. Kinder und Frauen, habe ich gehört. Alle deine Abonnenten eingeladen. Es geht los. So, willkommen von mir aus der Kommentatorenkabine. Der Aaron hat tief in die Tasche gegriffen und mich bezahlt, damit ich hier ein paar Worte verliere. Und da ist auch schon, ja, direkt das 1:0. Da freut er sich, da wollte er, glaube ich, erst den Balotelli machen. Aber ja, der Aaron ist flink dabei. Wenn man sagen muss, er ist natürlich auch nicht mehr der Schlankste. Man sieht es schon hier in der Kameraeinstellung. Die Wampe ist auf jeden Fall am Start. Haben wir es nochmal näher? Ja, genau, da sieht man es. Seitdem wir Millionär gewinnen, da ist natürlich auch das Geld da, sich da ein bisschen was mal zu leisten. Den einen oder anderen Döner. Und ja, ein bisschen Sport hätte ihm gut getan. Und jetzt, ja, da staubt er ab zum 2:0. Ich muss sagen, relativ unverdient. Die Kinder waren in meinen Augen klar besser. Ja, Aaron, er passt nicht auf. Das passiert natürlich, wenn man mal wieder nur an die Brüste der Katja denkt. Was man sonst in den Videos natürlich auch immer erkennt. Ja, dann fängt man sich direkt was ein. Ja, was ist hier unfair? Er spielt gegen 2 Kinder und beschwert sich noch. Also, dass man so tief sinkt. Egal. Wir gucken einfach mal weiter, was passieren wird. So, jetzt kommen die Kinder, machen das geschickt und das war sehr gut abgeschlossen. Eiskalt verwandelt, da kann der Aaron nichts machen. So, jetzt kommt der Matchball. Das war ein glasklares Foul. Er fault noch die Kinder, nur um irgendwie gewinnen zu können. Also ist wirklich traurig. Was ein YouTuber 2016 versucht. Und das ist nicht das 3:2. Ganz knapp. Da rutschen sie vorbei. Was machen sie jetzt? Was machen sie jetzt? Wer hat den Lucky Punch? Aaron geht raus und das war klasse gemacht. Grandios, muss ich sagen. Das hätte Ronaldo nicht besser abschließen können. Es war auch gemeint, es waren Kinder. Jonas wiederholt es nochmal. Super. Was ist denn los mit dir? So, jetzt hat Aaron einen Gegner, der ihm vielleicht ein bisschen mehr liegen könnte. Aber was macht er? Sie ist sehr schnell dabei. Ja, sie versucht es mit den Tricks, aber da ist Aaron auf jeden Fall ein klassischer Stopper. Er macht das gut, er setzt sich durch, trickst sie aus und das ist das 1:0. Aber wir wissen ja, das heißt nicht viel bei ihm. So. Ja, das ist knapp vorbei, ist auch daneben, hat mein Lehrer mal gesagt. Da lacht er, da ist die Freude groß. Ja, sie versucht es, sie gibt alles. So, was macht Aaron? Er wartet ab und bei ihr sieht das eher ein bisschen aus, als würde sie so einen Ausdruckstanz machen. Als Fußball spielen. So, ja, sie gibt auf jeden Fall alles, aber Aaron hält hinten die Nullen. Jetzt setzt er sich wieder durch und das ist wieder wie beim 1:0. Erobert er den Ball und direkt durch den Konter das Tor. Ja, jetzt wollte er es zugeschickt machen mit der Hacke. Jetzt hat er ein bisschen Übermut. Aber wir erinnern uns, er hat auch 2:0 geführt gegen die Kinder. Aber jetzt macht das mit der Bande. Es war 3:0. Das war jetzt auch verdient. Das hat er gut gemacht. Da darf er auch mal jubeln. Die Kinder haben auch noch meine Frau gewonnen. Ihr müsst jetzt gegen den gewinnen, ja? Sonst stehe ich echt scheiße da. Und wenn ihr verliert, gibt es nicht mehr zu Weihnachten, nicht zum Geburtstag und ihr kommt ins Heim. Also. Und da sind wir. Ich werd bekloppt. Bevor wir uns begrüßen konnten, bevor wir es einleiten konnten, direkt ein Tor von den Kids. Ziemlich peinlich für Jonas, ziemlich peinlich. Wir, das sind Dan und Hi. Dennis. Hallo. Okay, das wird ein spannendes Match, würde ich sagen. Aber die Sache ist, dass Jonas nicht viel älter ist als die beiden. Ich glaube, er ist 13 geworden. 13. 13. Und ich werde bekloppt. 2:0 für die Kids. 2:0. Das wird peinlich, meine Damen und Herren. Da schaut er dumm aus der Wäsche. Was macht er jetzt? Kontert er sofort? Zu seiner Verteidigung, er hat nicht wirklich viel mehr Haare am Sack als die beiden zusammen. Das stimmt, das stimmt. Ich hab's gesehen. Ich hab's wirklich gesehen. Du solltest echt aufhören, bei ihm ein Bändchen zu pennen. Ja. Da machen die Jungs fast den Sack zu mit dem 3:0, aber Jonas kommt wieder. Das ist der Tunnler. Jonas will nicht mehr richtig. Jonas will einfach nicht mehr richtig. Da hat er Glück. Da treffen die Jungs nur den Pfosten. Und jetzt, was macht Jonas? Banden. Richtiger Bauerntrick. Und da macht er den Anschlusstreffer 1:2. Ah, jetzt hat er Blut geleckt. Jetzt hat er Blut geleckt. Jetzt will er mehr. Er ist wieder top motiviert. Und er
Was für ein Glück, da wird er angeschossen. Ausgleich. Er wird angeschossen und steht 2-2. Und da macht er den. Keiner kann es fassen. Thomas hat das gemacht! Oh, Kacke, ey. Runde 2 gegen das Mädel. Und ich würde mal behaupten, sie sieht aus, als ob sie ihn gleich zerficken wird. Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich will jetzt nichts dazu sagen, aber ja. Man muss dazu auch sagen, dass Afrikaner viel sportlicher sind als Europäer. Was macht Jonas da? Was macht Jonas da? Und Jonas ist auch nicht wirklich der Sportler. Er ist ehrlich gesagt ein ziemlicher Lappen. Und er macht sich schon das 1-0. Wie vorhergesehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Was macht Jonas jetzt? Von Nein, Mann. Da versucht Jonas zu dribbeln und das geht total schief. Es steht 2-0 für das Mädel. So, schauen wir doch mal. Aufholen kann. Das trifft hier den Pfosten. Das war Glück. Immer so Glückstreffer, ja. Weißt du? Der Jonas schießt irgendwo gegen und er geht einfach rein. Sie ackert sich hier ab. Das sieht man hier an. Sie schwitzt, obwohl, ja. In diesem Match ist Jonas einfach Frankreich. So, 2-2. Es bleibt spannend. Sehe ich das richtig so? Wäre das ein Tor? Das ist das 3-2. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eben auch schon ein Tor war. Ja. Wie auch gegen die Kinder gewinnt er. Mit Glück. Der Schuss nicht richtig. Aber schade, gut gespielt für eine Frau. Jonas scheint verletzt zu sein. Wir denken, er wird ausgewechselt. Oder kann er noch gegen Aaron spielen? Man muss sagen, die Dame war uns vor kurzem verletzt. Wir haben gegen jemanden gewonnen, der gerade aus dem Kreuzbandriss kommt. Jetzt noch, wie gegeneinander, wenn du gewinnst, habe ich verloren und muss bestrafen werden. Aber gegen mich gewinnst du nicht. Willkommen im Finale. Aaron streckt Jonas die Hand aus und er hat ihn verarscht. Ihn schon wieder. Das ist, da das kann sich Jonas Aaron glücklich schätzen, dass er nicht Robert Hofmann ist, sonst wäre die Verarschung nicht so milde ausgefallen. Was denkst du, wer ist hier Favorit, Jonas oder Aaron? Ich muss sagen, Jonas hat die Partie schon ziemlich gut gespielt. Gegen die Kids und gegen das Mädel. Richtig. Wobei wir sagen müssen, da war schon eine Menge Glück dabei. Das ist richtig, aber vielleicht hält seine Glückssträhne ja auch an. Er macht es clever mit der Bande, er macht es wirklich clever und da trifft er schon wieder den Pfosten. Also er hat's, da könnte es auch gut 1-0 stehen. So. Ich sag ja immer, Ballbesitz ist wichtig, du kannst aber auch 0-3 verlieren. Das ist gar kein Spielkostenfall. Da steht es 1-0 für Jonas. 1-0. Das war aber ein verdientes Tor. Das muss man dazu sagen. Und Aaron trifft den Pfosten. Und da steht Jonas vor. Schon wieder, Bauerntrick und Pfosten. Da kann Aaron, ich weiß nicht. Er hat ab und zu eine sehr weibliche Haltung. Wen meinst du das? Aaron. Guck ihn dir mal genau an. Warum hat der Typ Stutzen an? Denkt er, der ist jetzt irgendwie Messi oder was? Ich weiß nicht. Aber er ist echt dicker geworden. Ich glaube, der hat und das 2-0. Der mit seinem Hertha BSC-Trikot. Ich kann's nicht ab. So, kann Aaron noch aufholen? An seiner Stelle wird er schon wieder wirklich nervös werden. Wobei, in diesem Spiel muss man schon sagen, da hat Aaron eine Menge Pech. Wie oft hat der Junge schon den Pfosten getroffen? Ich würde sagen, Jonas hat einfach nur viel Glück. Ja. Und er hat gewonnen, das darf nicht wahr sein. Aaron ist am Boden zerstört. Das heißt, eine richtig schöne Bestrafung für Aaron, der hier das größte Maul hat. Das stimmt, er hat wirklich das größte Maul. Tja, wir wünschen euch noch viel Spaß bei der Bestrafung. Wir sind raus, das sind Lars und Dan. Warum Lars und Dan? Ich heiße Dennis, Mann. Richtig, sorry. Das ist Spasti, Alter. Ich habe meine Neffen noch nie so gehasst, nein. Und dich auch. Das Ding ist, Aaron hat mir einfach die Bestrafung schon vorher geschickt. Also er meinte, ja, lass das mal machen. Dann dachte ich mir so, okay, ich werde wahrscheinlich sowieso verlieren. Aber ich habe gedacht, falls ich doch gewinnen sollte, habe ich einfach in meinen Wäschesack gegriffen und auch die ältesten Socken von ganz unten rausgenommen. Das heißt, die habe ich heute Morgen nicht mehr frisch angezogen, sondern ich habe seit zwei Wochen schon keine Wäsche mehr gemacht. Also die sind richtig alt jetzt, diese Socken. Und ich freue mich einfach deswegen so unglaublich, weil es einfach so geil ist. Guck mal, alles nass. Und guck mal, das füllt halt richtig schön durch. Die sind so richtig widerlich, Alter. Weißt du, was das Traurige ist? Timo lacht sich tot, mein Bruder steht da, lacht sich tot. Und da ist auch irgendwie so Sand drin oder so. Boah, ein bisschen über deine Hand, sorry. Guck mal, wie das da erstmal reinläuft. Stimmt. Übrigens, wir kriegen kein Geld von Red Bull, oder? Da stimmt, was drin. Da ist ja was drin. Na, da ist was. Ich war so siegessicher, ich hatte so große Fresse im Auto. Ja, ey. Die Tag. Meine Scheiße, ne? Und du kannst gar nichts am Ball. Wir waren Fußballspielen, da hast du nichts hingekriegt. Das ist alles Köpfchen, alles Köpfchen.
Scheiße, ein Arsch ist Köpfchen. Schmeckt's anders? Weiß ich nicht. Ich trinke nicht so Red Bull. Aber die ganzen schwarzen Fusseln sind drauf. Oh, komm, ein Mann, ein Wort austrinken. So, wir drehen jetzt noch eine Challenge bei dir auf dem Kanal. Mit einer richtig geilen Bestrafung. Und ich freue mich so, wenn du es machen müsstest. Es wäre so geil. Wenn ich schon wieder verliere, es wäre so geil. Ich höre dir. Dann mache ich auch ein Video noch mit Tanzverbot. Ja, also wir machen jetzt auf seinem Kanal Lattenschießen. Es machen wieder eine Dame und ein Kind mit. Oh Mann, ey. Geht auf. Abonniert Jonas, der ist ganz toll. Falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist der Alkoholiker aus dem Madame Tussauds Video. Ah ja, genau. Ich kann jetzt sagen, was ich will. Ich hab verkackt, komm.